So, last but not least, mein persönliches, ja, soll ich sagen, Highlight. Also, natürlich, jetzt lege ich die Latte hoch mit dem Daniel. Genau, ja, aber das Thema, ein Thema, was mich, weil ich ja auch Informatiker bin und schätzen mich schon seit Jahrzehnten, würde ich jetzt fast sagen, so alt bin ich schon, begleitet und immer wieder kommt und wir es irgendwie immer noch nicht geschafft haben, diesen Waste loszuwerden. Ein Beitrag vom Daniel, der das nochmal beleuchten will und uns euch vielleicht, ich habe schon ganz viele mathematische Formeln und sowas gesehen, also irgendwie hilft, mit Daten besser umzugehen und vielleicht eben von Schätzungen zu Forecasts zu kommen. Und ich habe da auch schon vor Jahren mal einen Kurzvortrag gehalten mit einem Kollegen, aber es gibt auch so viele andere, die darüber sprechen, aber irgendwie werden wir dieses Thema nicht los, das immer noch Leute schätzen und Schätzungen irgendwie gewollt gefordert sind. Daniel, dein Beitrag, um diesen Tag abzurunden. Ich bin gespannt, ob du irgendwie die No Estimate Community noch ein kleines Stückchen voranbringen kannst. Oh wow, Jo, vielen Dank für die Anmoderation. Ganz toll, dass ich heute hier sein darf. Und in der Tat, du hast die Messlatte mega hochgelegt. Ich bin gespannt. Schön, dass es Interesse gibt an dem Thema Forecasting, auch so spät am Freitagnachmittag quasi, auch so als letzte Session in dem Track. Forecasting, das ist eins meiner beruflichen und persönlichen Steckenpferde, weil ich glaube, dass wir mit Messungen die Zukunft ein ganz klein wenig weniger unsicher machen können. Vielleicht auch noch kurz zur Erwartungshaltung, das erfindet jetzt die Welt definitiv nicht neu oder löst alle Probleme, aber es ist ein Bericht aus eigenen Erfahrungen und vielleicht könnt ihr davon ein paar Impulse in eure tägliche Arbeit mitnehmen, würde mich megamäßig freuen. Zwei Worte zu mir, das halte ich auch ganz kurz. Daniel, agiler Coach und ich weiß, das ist ein Modebegriff. Daneben bin ich auch Kanban-Trainer oder Direktor für agiles Development bei der Firma Colnet. Colnet steht für Corporate Learning Network. Wir sind ein kleines, europaweit tätiges Beratungs- und Trainingsunternehmen und wir haben Kunden aus allen Bereichen, also Handel, Finanz, Banken, Industrie, Gesundheit, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und weil wir gerade dabei sind, wir suchen aktiv Entwickler und Software-Engineers. Wer also Lust hat, in einer wirklich lernenden Organisation zu arbeiten, nehmt gerne mit mir Kontakt auf, jetzt oder später. Und wenn ihr Lust habt, folgt uns für Inspiration auch auf Twitter. Und jetzt steigen wir auch direkt ein. Das ganze Thema war initial als interaktiver Workshop gedacht und weniger als jetzt Frontbeschallung und Vortrag. Und im Zuge von Covid habe ich versucht, mir was anderes einfallen zu lassen. Und ich gebe zu, das ist auch ein bisschen Experiment. Also vielen Dank, dass ihr da mitmacht. Und ich habe ein Miro-Board angelegt. Der Jo hat das auch schon in den Chat gepostet. Ich vermute, der ein oder andere hat mit Miro schon seine Erfahrungen jetzt im Homeoffice gesammelt. Und wenn ihr wollt, wenn ihr Lust habt, können wir den Vortrag ein klein wenig interaktiver gestalten. Probiert's aus. Wir teilen natürlich trotzdem den Screen und ich führe durch das Ganze hindurch. Auf dem Board findet ihr, ich gehe da jetzt mal kurz ein Stück raus, hier drüben eine Question and Answer Section. Könnt ihr die sehen? Das heißt, wenn ihr Lust habt, nehmt euch bei Fragen gerne ein Sticky von den Packs weg oder nutzt den Chat. Wir haben am Ende noch genug Zeit, auf Fragen einzugehen. Ein Mini-Tutorial vielleicht noch. Mit einem Klick könnt ihr so ein Sticky greifen und mit einem Doppelklick könnt ihr draufschreiben. Das ist jetzt einfach dann quasi alles. Oder ihr nutzt den Chat. Der Jo hat gemeint, wenn es irgendwie klappt, wird er die Dinge dann auch in den Chat vom Chat eintippen und da drauf tun. Ich stehe bereit, genau. Ganz, ganz toll. Also vielen Dank auch an der Stelle an die Orga des Ganzen. Ich habe das selten erlebt, dass Dinge so gut da auch funktioniert haben. So, dann wollen wir mal einsteigen in das Thema. Und als allererstes interessiert mich, was sind denn eure Erfahrungen mit Schätzen so, wenn ihr welche habt? Wozu tun wir das denn? Was für einen Wert geben Schätzungen? Was erlebt ihr in eurer täglichen Arbeit? Und ich würde jetzt einfach mal 2 Minuten geben. Nehmt gerne die Stickies hier oben aus dem Feld weg und tippt mal so eure Dinge ein und legt sie direkt, da sehe ich schon, legt sie direkt auf dem Bild ab.
in das ganze Gewusel genauso nervt wie mich. Da gibt es oben so ein Pfeilsymbol und da könnt ihr die ganzen Cursor ausstellen. Danke, Jo. Gerade wo du es sagst. Genau, und da kommen jetzt schon interessante Dinge raus für Stakeholder, Projektlaufzeiten, Kunde will was wissen, ne, will Preis wissen. Oh, wir schätzen für andere, nicht für uns selbst. Priorisieren, Erkenntnisse gewinnen. Ah, da kommt schon Forecast, sehr schön. Wahrscheinlich, wer immer das Sticky gerade geschrieben hat, dem werde ich jetzt nicht viel Neues erzählen können. Planbarkeit. Genau. Leg mal was nach in Stapel. Oh, wow, so schnell ging das. Ja, es war alles weg. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Vielen Dank für die rege Teilnahme. Und was man sehen kann, sind, das sind typische Antworten, die auch im größeren Kontext, also wenn ich mit größeren Gruppen von Leuten darüber spreche, gegeben werden. Da ähneln sich viele Sachen. Also da sind Sachen drin wie für Stakeholder, Transparenz, aber auch Sachen wie ein Muss, es ist ungern, wir tun das nicht gern. Da ist ein Gut-Feeling dabei. Öfter fällt auch der Begriff Waste, Verschwendung, es dauert lange, etc. Und ich glaube, dass diese durchaus heterogenen Sichten, dass das daran liegt, dass wir Schätzen in zwei unterschiedlichen Kontexten verwenden. Und zwar gibt es zum einen, ich nenne das gerne die Problemsicht. Ja, wir versuchen, der eigenen Unsicherheit mit Diskussionen Herr zu werden. Wir versuchen, einen Kontext zu kriegen, Gefühl, Überblick zu gewinnen. Und da kann, denke ich, der Prozess des Schätzens sehr hilfreich sein. Aber wohlgemerkt der Prozess, nicht die Zahl am Ende. Also sowas wie Planning Poker. Jetzt gibt es aber da auch noch die Interessenssicht. Und da geht es darum, dass wir harte Fakten kommunizieren wollen, beziehungsweise andere Menschen erwarten von uns, dass wir über harte Fakten sprechen. Und wir wollen vielleicht auch kontrollieren. Also wir wollen wissen, wann sind wir denn mit etwas fertig? Oder eine meiner Lieblingsfragen natürlich, was kostet der ganze Spaß? Und ich glaube, dass nach innen Schätzen hilfreich ist und nach außen kann es sogar schädlich sein. Aber woran liegt denn das eigentlich, dass wir so valide Management fragen? Also wie gesagt, das ist total valide. Wenn wir heute unser Auto zur Reparatur geben, dann wollen wir auch wissen, wann kriege ich es denn und was kostet es. Und da gibt es zwei Hypothesen, die ich da mal heranziehe, warum wir diese Managementfragen mit dem Schätzen schlecht beantworten können. Und die eine Hypothese stammt von Paul Rook. Und der sagt, ja, wir sind im Schätzen eigentlich gar nicht schlecht. Aber wo wir wirklich schlecht sind, das ist im Benennen von Annahmen, auf der Schätzungen beruhen. Und was ist denn jetzt so eine ganz zentrale Annahme in unseren Schätzungen? Nach meiner Erfahrung ist es, dass wir am Stück an einer Aufgabe arbeiten würden. Das heißt, wenn ich das jetzt hier so nehme, diese zwei, wenn ich die Zahl genannt kriege, ob das jetzt 2 Tage oder 2 Stunden sind, vielleicht ist da ein kleiner Unsicherheitspuffer dabei, aber ist okay. Nur, wie oft tritt denn in der Realität der Fall wirklich ein, dass wir ungestört und am Stück uns einer Aufgabe widmen? In der Welt, in der ich mich seit Jahren bewege bei meinen Kunden, kommt zu dieser aktiven Arbeit noch was dazu, nämlich die sogenannte inaktive Zeit. Wir legen unsere Arbeit beiseite, damit wir sie später weitermachen können, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht werden wir angerufen. Vielleicht kommt eine wichtige Mail und vielleicht schaut auch mal der Chef vorbei und sagt sie diese magischen Worte. Kannst du mal schnell? Kommt schon. So, und dieser zusätzliche Kontextwechsel bedeutet für uns leider, wir müssen zusätzlichen kognitiven Aufwand leisten. Und das bedeutet, dieser Aufwand wird in Schätzungen so gut wie nie einberechnet, weder auf der Dimension Kosten noch auf der Dimension Zeit. Und um euch ein Gefühl zu geben, wie sich das in Organisationen auswirkt,
Wenn ich Messungen mache, komme ich regelmäßig auf ein Verhältnis dieser beiden Dinge, also inaktiv zu aktiv, von unter 5%. Das heißt, die Arbeit zu 95% liegt sie rum und wartet darauf, dass jemand arbeitet oder dass jemand sie aufnimmt. Und da drängen sich mir jetzt zwei Schlussfolgerungen auf. Erstens, der geschätzte Aufwand hat erstmal gar nichts zu tun mit der Kundenfrage, also wann bekomme ich es denn? Und zweitens werden durch dieses Prinzip, was ihr da sehen könnt, die einzelnen Leistungen auch immer teurer, weil auch wenn wir das nicht auf eine Einzelaufgabe verrechnen, wir verteilen das in irgendeiner Form auf alle Arbeiten. Das heißt, wenn ihr da etwas mitnehmt, dann eben, dass das Schätzen schon mal mit Fertigstellungszeitpunkt in der Regel nichts zu tun hat. Und meine Hypothese 2, die stammt von Tom DeMarco. Macht mal ein Experiment, wenn ihr so einen Projektplan bekommt. Der hat nämlich gesagt, wir sind echt gut darin, Aufgaben abzuschätzen, die erledigt werden müssen, und fantastisch schlecht, Aufgaben abzuschätzen, die wir nur möglicherweise erledigt werden müssen. Und macht mal so ein Experiment, wenn ihr so einen Gantt-Chart seht, fragt mal den Projektmanager nach den Aufgaben, die wir vielleicht gar nicht machen müssen in so einem Setup. Wenn ich das mache, kriege ich erstmal ein ziemlich verdutztes Gesicht, weil ja, da steht alles drin, was wir machen müssen. Genau, Stand jetzt. Alles, was definitiv gemacht werden muss. Und wenn ich jetzt in die Runde fragen würde, wer musste denn schon einmal in einer Projektlaufzeit irgendwie unerwartet zusätzliche Arbeit tun? Zum Beispiel, was ich gerade bei vielen Kunden erlebe, ach, die Unternehmensleitung betrifft, wir wechseln den Cloud-Provider. Genau. Alle realen Projekte beinhalten in irgendeiner Form Überraschungen. Und dann können wir leider Zusagen halt nicht einhalten, weil die möglicherweise zu erledigenden Aufgaben halt dann doch gemacht werden müssen. Und ich glaube auch, dass Puffer, der Einwand, der da normalerweise kommt, keine sinnvolle Lösung sind. Zum einen können wir keine sinnvolle Größe für Puffer festlegen, außer wir hauen einfach mal x Prozent drauf. Zum zweiten sind Puffer in meiner Wahrnehmung die implizite Erlaubnis zu überziehen. Und das dritte ist, weil das so ist, werden sie auch sofort wieder zusammengestrichen. Ich halte für mich fest, wir können emergente, also sich entwickelnde Aufgaben im Vorfeld nicht planen. Und Klaus Leopold hat das mal total schön zusammengefasst. Er hat gesagt, ja, rund um den Erdball verwenden wir unnötig viel Zeit, Hirnschmalz, Arbeit darauf, um herauszufinden, wann eine Arbeit ohnehin nicht fertig wird. Und das ist quasi letzten Endes die Herleitung zu dem Talk, wenn wir mal einen mutigen Gedanken fassen wollen, gerade wenn es um Kommunikation, Budget etc. geht, dann lasst uns bitte nicht schätzen, sondern lasst uns bitte forecasten. Und was meine ich jetzt mit forecasten? Und ich weiß, der Satz ist jetzt ein kleines bisschen sperrig. Im Forecasting versuchen wir die Zukunft auf der Grundlage von vergangener und aktueller Daten zu prognostizieren. Und wir arbeiten ständig an unseren Modellen. Ja, neue Kenntnisse fließen in das Modell ein, entwickeln wir weiter und das wird niemals fertig werden. Und das ist das, was zum Beispiel im Wetter gemacht wird. Ja, wir schätzen das Wetter von morgen nicht. Niemand würde das Wetter von morgen schätzen. Wir prognostizieren. Ich mag da den Begriff Vorhersage nicht. Das klingt so nach Kristallkugel, sondern wir versuchen einen Forecast zu erstellen. Und dann müssen wir uns auch gleich Gedanken machen, welche Daten wir sinnvollerweise heranziehen. Ja, was wollen wir denn messen? Was wollen wir prognostizieren? Und das ist absolut kontextindividuell auf der höchsten Abstraktionsebene. Im Wetter hat man sich verständigt, zum Beispiel auf solche Dinge wie Temperatur, Windgeschwindigkeit, Niederschlagswahrscheinlichkeit. Das letzte Wort ist da jetzt ganz wichtig, das kommt dann gleich wieder, nämlich das Thema Wahrscheinlichkeit. Und auch wenn ich gesagt habe, dass sowas wie Metriken total individuell ist. Meine Erfahrung ist, in dem Geschäft, in dem wir uns regelmäßig bewegen, also Produktentwicklung, Projektentwicklung, kommt man mit zwei, und das sind quasi Standards, kommt man schon sehr, sehr weit. Und das sind Durchlaufzeit und Durchsatz. Und auf die würde ich jetzt nachfolgend mit Beispielen aus der realen Welt etwas näher eingehen. Fangen wir mal mit der Durchlaufzeit an. Die Durchlaufzeit ist der Forecast für eine beliebige Arbeitseinheit. Das heißt, wir wollen uns anschauen, wie lange brauchen bei einer beliebigen Arbeitseinheit sämtliche Aktivitäten, die daran getan werden müssen, um als fertig angesehen zu werden.
Ich bezeichne das dann gerne als die wirkliche Antwort auf die Frage, wann wird X denn fertig? Und da würde ich dann auch gleich gerne mit dem verbinden, was ich gerade gesagt habe, nämlich mit Wahrscheinlichkeiten. Und kommen wir mal zu einem realen Projekt mit Kunden. Da haben wir für den Zeitraum Oktober 2019, ich glaube, das war so mal Ende April etwa rum, uns mal angeschaut, den Zeitraum zwischen neu und fertig. Das heißt, wir haben gemessen vom Eingang ans Team, wann der Wunsch oder wann die zu erledigende Aufgabe an das Team herangetragen wurde, bis zu fertig wird zum Kunden ausgeliefert. Wie lange dauert denn das? Und ich vermute, da können wir jetzt so in der Darstellung noch nicht so viel anfangen, weil man kann ja sehen, das ist hochvariabel. So, da gibt es Dinge, die dauern irgendwie 2, 3, vielleicht 5 Tage und das geht bis nahe an die 100 ran. Aber wenn wir jetzt das nehmen, so eine Übersicht, und dann zeichnen wir noch ein paar Lagemaße, also Schwellenwerte ein, das erlaubt uns dann eine recht genaue Betrachtung. Suchen wir uns doch mal zum Beispiel die horizontale Linie, unter der 75% der Messpunkte liegen. Und schon kann ich einem Stakeholder, einem Kunden sagen, auf die Frage, ja, wann wird denn dieser Wunsch, diese Arbeitseinheit fertig? Mit einer Sicherheit von 75% in 23 Tagen. Lieber Kunde, wenn du 90% Sicherheit haben möchtest, dann sind es schon 58 Tage. Also in 9 von 10 Fällen wird, egal wie groß das ist, egal wie komplex das ist, egal wie viel Aufwand wir da reinstecken müssen, im Moment wird in 9 von 10 Fällen in 58 Tagen etwas fertig. Und das Schöne ist an so einer Übersicht, da kann man sich dann entscheiden, welches Risiko reicht in der Kommunikation aus? Weil ihr seht ja, ne, auch 58 Tage reicht ja für 100% Sicht nicht. Das kann man in anderen Formen auch visualisieren. Ihr kennt vielleicht Histogramme da in dem Feld. In meiner Erfahrung ist so eine Übersicht wie die schon mal eine, ich nenne sie unbequeme Wahrheit, die aber dann zu Diskussionen nahezu, also schon fast nicht mehr einlädt, sondern herausfordert. Kommen wir mal zum Durchsatz. Es gibt einige Begriffe, die da in dem Zusammenhang verwendet werden. Ich höre auch öfter mal Delivery Rate, Lieferrate, Throughput. Das ist dann manchmal schon eine akademische Diskussion. Was ich auf jeden Fall ausdrücken will, ist die Menge an Arbeit, die innerhalb eines definierten Zeitraums, für diejenigen von euch, die in Scrum arbeiten, denkt an einen Sprint, 1 bis 4 Wochen, vom System verarbeitet werden können. Und was haben wir da gemacht? Schauen wir uns da auch ein reales Projekt mit dem Kunden an. Wir haben einfach mal die Anzahl Work-Items gezählt und auf eine Linie gepackt. Also einfach nur die Jira-Tickets nehmen und zählen. Und ich glaube, so in dem Moment hilft uns das noch nicht weiter. Aber wenn wir jetzt das nehmen und dann zeichnen wir dahingehend dazu passend die Anzahl oder die Menge der zu erledigenden Arbeit ein, einfach mal so hier, weil das Backlog mal an der Stelle so definiert war, dann können wir das auch nehmen und können dann hochrechnen. So, etwa. Ja, wann schneidet denn die Linie der Arbeit, die wir schon geschafft haben, die Linie der Arbeit, die wir uns vorgenommen haben? Das heißt, wir können aus der Vergangenheit die Zukunft extrapolieren. Und wenn wir da jetzt so mal gewiss draufschauen, so irgendwo um den Sprint 55, also so, was sind das, 7, 8 Sprints bei 2 Wochen Sprints, ungefähr ein Gefühl, so 14, 16 Wochen müsste das sein. Also schon mal nicht schlecht. Jetzt wissen wir aber aus Erfahrung, dass der Durchschnitt nur ein mögliches Ereignis der Zukunft ist. Und jetzt haben wir dann als nächstes in der Betrachtung verschiedene Werte herangezogen. Neben dem Durchschnitt vielleicht läuft ja auch alles ganz toll. Also wir performen nicht nur den Durchschnitt aus der Vergangenheit, sondern aus irgendwelchen Gründen läuft das Team total unter Volldampf. Es flutscht gerade nur so. Oder vielleicht auch, es treten laufend Katastrophen ein. Die Menschen werden krank. Die Infrastruktur bricht ständig zusammen. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns schon mal seinen Anteil an Katastrophen in der Vergangenheit erlebt hat. Und das sieht dann so aus. Und auf einmal stellen wir fest, zwischen in 6 Sprints und in 11 Sprints ist alles möglich. Und nachdem wir ja die Kosten unseres Teams, 7 Leute, immer 2 Wochen kennen, können wir auch das Risiko, das jetzt mit diesen verschiedenen Zukunftszuständen einhergeht, quantifizieren. Wenn die Dinge total toll laufen, besser als der Durchschnitt,
können wir 126.000 Euro vielleicht gewinnen. Wenn es aber irgendwo schlechter wird, dann stehen da schon 190.000 Euro in Anführungszeichen Risikobudget zu Buche. Auch schon nicht schlecht. Aber was haben wir jetzt noch nicht berücksichtigt, wenn wir jetzt mal an den Anfang denken, an das Gantt-Diagramm, was ich vorher gezeigt habe? Wir haben noch keine emergente Arbeit berücksichtigt, also die Situation, dass sich das Backlog nicht statisch verhält. Und ich würde annehmen, auch wenn wir uns jetzt hier nicht sehen können, jeder von uns kennt das, dass sich Arbeit entwickelt und man stellt fest, ah, so war das gemeint, das müssen wir dann nochmal anders machen. Und als wir das getan haben, sah das dann so aus. Na, die Linie geht jetzt nicht, ist nicht statisch bei den 200, sondern die entwickelt sich fast parallel emergent weiter zu der Arbeit, die wir erledigen. Und damit verändern sich auch unsere Zukunftszielzustände. Das heißt, nur von Durchschnitt und optimal haben wir schon fast 400.000 Euro, die da letzten Endes möglicherweise gespart oder nicht gespart werden können. Und nicht ganz zufällig, je weiter solche Ereignisse in der Zukunft liegen, ihr kennt vermutlich den Cone of Uncertainty, das ist genau das, was quasi letzten Endes so ein Graph in der Zukunft darstellt. Und was man jetzt auch schön sehen kann, den Risikobetrag, also wenn die Dinge schlechter laufen als nur der Durchschnitt, kann ich in der Skalierung schon gar nicht mehr darstellen. Auch noch eine schöne visuelle Darstellung, wie ich finde, die Fläche zwischen diesen beiden Linien ist sozusagen der Berg der unerledigten Arbeit, mit der wir kämpfen. Man könnte jetzt natürlich auch noch für die Backlog-Entwicklung verschiedene Zustände einteilen, also nicht nur diese Durchschnittsweiterentwicklung, sondern vielleicht, keine Ahnung, prozentuale Zuwächse etc. oder eine Deadline. Ich kann vertikal angedachte Deadlines einteilen. Mache ich jetzt nicht. Ich hoffe, dass der Punkt an sich klar ist, weil entscheidend ist ja nicht die Information, sondern entscheidend ist, was wir mit dieser Information jetzt tun können. Wir können jetzt zum Beispiel sämtliche Aktivitäten jetzt ordentlich priorisieren, dass halt zu einem Zeitpunkt in der Zukunft die wichtigsten Dinge eben oben stehen, weil wir ja wissen, ne, wir haben ein Risiko in der Zukunft. Oder wir können das Backlog entsprechend entrümpeln, dass es halt wieder zur Realität passt. Und das ist ja auch genau deswegen reden wir ja über Modelle. Ja, wir wissen ja, dass alle Modelle falsch sind und einige nützlich. Es geht nicht darum, dass das Modell perfekt ist. Es geht darum, dass wir mit einem Modell der Realität nahe kommen wollen, damit wir gute Diskussionen führen und darauf gute Entscheidungen machen können. Wenn ihr was mitnehmt, dann nehmt bitte mit, die Entscheidungen sind wichtig. Und meine Hypothese ist eben, wenn wir mit Forecasts in dieser Form arbeiten und wenn wir solche Modelle nutzen und laufend anpassen, kommen wir zu ganz anderen Diskussionen. Es geht halt dann nicht mehr darum, dass wir die Realität an den Plan anpassen, sondern die Realität als Grundlage für Entscheidungen zu haben. Da können wir dann auch, und das haben wir in diesen Teams dann jeweils getan, Experimente durchführen und dann mit der Realität wieder abgleichen. Also, ja, was passiert denn, wenn ich jetzt vielleicht ein zusätzliches Team einsetze, um mehr abzuarbeiten? Wird das dann linear werden? Oder was passiert, wenn ich hergehe und mehr Kapazitäten für Test bereitstelle, etc.? Und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, das wisst ihr auch. Bis jetzt haben wir quasi nur das statische Forecasting behandelt, also das Hochrechnen verschiedener möglicher Zustände in der Zukunft, aber die sind in der Darstellung, wie wir sie jetzt haben, alle gleich wahrscheinlich. Und ich würde behaupten, dass das in der Realität nicht so ist. Also gewisse Dinge haben weniger Eintrittswahrscheinlichkeit als andere. Und das wird dann jetzt, wenn wir uns überlegen, was wir da jetzt tun können, der zweite Teil sein, nämlich das Thema Forecasting mit Simulationen. Und vielleicht kann uns da dieser freundliche Herr helfen bei dem Thema. Das ist Nicholas Metropoulos, der war theoretischer Physiker am Manhattan Project, da wo man in Los Alamos die Atombombe gebaut hat. Und der hat sich nämlich überlegt, dass es analytisch zu schwere Probleme gibt. Und in seinem Fall, ich habe mir das extra rausgeschrieben, Neutronendiffusion in nuklearen Materialien. Wow. Und wenn es so analytisch schwere Probleme gibt, dann kann man die vielleicht numerisch lösen, weil die Leute wussten ja, Gesetz der großen Zahl sagt, die relative Häufigkeit eines Zufallsergebnisses pendelt sich auf die theoretische Wahrscheinlichkeit ein, wenn man das Experiment nur oft genug wiederholt. Und warum haben sie das Monte Carlo genannt? Naja,
Da hat man die Atombombe gebaut. Die dürfen natürlich nicht offen darüber reden, was sie tun. Und dann haben sie sich inspirieren lassen für ihren Codenamen. Ein Onkel eines der Physiker in dem Team, der hat immer Urlaub in Monte Carlo gemacht, wenn er zum Spielen gegangen ist. Und deswegen heißt dieses Ding halt Monte Carlo Simulation. Und das würde ich mit euch jetzt gern einfach das Prinzip in einer Mini-Mini-Mini-Monte Carlo Simulation mal ausprobieren. Im Workshop-Format wäre das jetzt ein bisschen anders. Verzeiht mir, dass das jetzt so ein bisschen ganz kurz abgehandelt wird. Ich erkläre das kurz. Wir haben jetzt den Durchsatz unseres Teams 24 Wochen lang beobachtet. Das sind quasi diese fünf Blöcke hier unten. Wir stellen fest, das Team schafft immer mindestens drei Stories pro Woche, maximal 19. In Summe 231 über die 24 Wochen. Durchschnitt 9, irgendwas, Median 9, irgendwas. Und die Zufallszahlen, die ihr da oben jetzt in dieser Würfelliste seht, die spiegeln die reale Verteilung von diesen Wochenergebnissen wider. Deswegen kommen die oberste und unterste Begrenzung, 19 und 3, halt nur einmal vor und die anderen öfter. Und wir haben jetzt ein paar Simulationen schon gemacht, ne, für die nächsten 6 Wochen. Und ich vervollständige jetzt nur die letzten drei. Dazu, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich natürlich hier nicht sehen, ich habe jetzt hier quasi Würfel und suche mir dann da die Werte raus. Das heißt, hier kommen wir auf 8. Hier kommen wir auf 6. Und da habe ich 2 und 2. Oh ja, da war das Team nochmal richtig produktiv. 17. Und das zähle ich jetzt quasi in Summe zusammen. 17, 34, 44, 59, 52, 60, 66. Und ich summiere das Ganze dann in der blauen Leiste und unten habe ich nur noch mal so quasi so Zehnergruppen gebildet. Und ja, wie kann uns das jetzt in der Zukunft helfen oder was kann ich jetzt damit anfangen? Naja, lass es uns mal zusammenrechnen. Jetzt könnten wir oder wer könnte mir denn jetzt sagen, in wie vielen von unseren Simulationen schafft das Team mindestens 30 Stories? Also, wenn wir da jetzt kurz drüber schauen, es schafft in allen Simulationen schafft es mindestens 30. Es schafft 10 mal mindestens 40. Es schafft 8 mal mindestens 50. Und es schafft, nur dass ich da, genau, und es schafft 4 mal mindestens 60. Und es schafft 4 mal mindestens 60. So, und ich nehme jetzt diese Werte und rechne da einfach die prozentualen Ergebnisse raus. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch so, wie ich mir das vorstelle. Ja, einigermaßen. Und habe jetzt hier die Wahrscheinlichkeiten, die gerechneten Wahrscheinlichkeiten, wie oft diese Situation in der Zukunft vorkommt. Das heißt, jetzt weiß ich, was dieses Team in den nächsten 6 Wochen schaffen kann mit den jeweiligen Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, ich bin hundertprozentig sicher, mindestens 30. Bei mindestens 40, naja, ein kleines bisschen Risiko ist da. Bei 50 wird es schon schwieriger. Das heißt, nur in 7 von 10 Fällen tritt das auch wirklich ein. Und das ist letzten Endes das, was Monte Carlo Simulationen tun. Natürlich nicht nur in 11 Fällen, sondern keine Ahnung, mehrere tausend, vielleicht 11.000, weil, ne, Gesetz der großen Zahl, die Ergebnisse pendeln sich ein. Und diese Darstellung, die schafft, oder eine Übersicht wie diese, die schafft eine Diskussionsgrundlage. Aber worüber können wir denn reden? Oder was für Fragen wollen wir denn da diskutieren? Ich habe da mal ein paar zusammengeschrieben. Können wir jetzt nicht alle diskutieren. Ich würde mir eine rausgreifen, die ganz interessant ist, nämlich: Wie wirkt es sich aus, wenn wir den Durchschnitt oder den Median für so einen Forecast heranziehen? Und warum sollte man das vielleicht nicht ausschließlich tun? Naja, wenn wir jetzt nochmal da kurz rüberschauen, dann stellen wir fest, der Durchschnitt, ich habe den vorher mal ausgerechnet, das sind irgendwas über 50. Das heißt, im Durchschnitt würde das Team um die 50 Stories in den 6 Wochen schaffen. Jetzt hat aber diese Wahrscheinlichkeit nur 70%. Das heißt, in 3 von 10 Fällen klappt das nicht. Das heißt, in meiner Welt ist es so, wenn wir mit dem Durchschnitt kommunizieren, dann schaffen wir vielleicht eine etwas ungünstige Erwartungshaltung, die in einer genügend großen Wahrscheinlichkeit nicht eintreten wird. Jetzt werde ich oft gefragt,
Kann man denn zu einem Forecast trauen? Nehmt bitte mit Ja. Es gibt genügend Leute, die sagen dann, ja, aber da muss stabiles System sein, etc. Little's Law, der Zusammenhang zwischen Work in Progress, Durchsatz und Durchlaufzeit. Das ist richtig. Das kriegen wir jetzt heute in dem Talk hier leider nicht unter. Wer sich da noch vertieft interessiert, lasst uns gerne darüber sprechen, nehmt Kontakt auf. Also nehmt heute bitte mit, ja, so einem Forecast kann man trauen. Und der gibt, wenn wir den regelmäßig anpassen, wesentlich mehr Vertrauen auch in die Information als mit reinen Schätzungen. So, und ja, wenn ihr das toll findet, was könnt ihr denn als nächstes tun? Ja, ich glaube, es ist wichtig, Durchsatz und Durchlaufzeit als relevante Größen für Stakeholder und Kunden zu etablieren. Und da braucht es wirklich Geduld. Meine Erfahrung ist, Organisationen fremdeln mit diesen beiden Werten und vor allem fremdeln sie mit dem Denken und Kommunizieren in Wahrscheinlichkeiten. Ich vermute, das liegt daran, weil es frühzeitig zum einen aufzeigt, was an einem Plan nicht funktionieren kann und weil es dem Risiko einen Zahlenwert gibt. Vielleicht eine Anekdote. Ich hatte unlängst mit einem anderen Team eine Diskussion, da haben wir eine ähnliche Simulation gemacht wie die. Und da kam raus, ja, es gibt so ungefähr eine 50% Chance, dass der durchaus sportliche Scope noch umgesetzt werden kann. Und dann sagte der Projektleiter zu mir, ist ja toll, es besteht also noch Hoffnung. Es war so, okay, lass mich nochmal von vorne anfangen. 50%, das ist ein Münzwurf. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, wenn wir ein Projektbudget von mehreren Millionen Euro einem Münzwurf anvertrauen. Ne? Also quasi hopp oder top, oder würdet ihr mit dem Geld in die Spielbank gehen und auf Rot oder Schwarz setzen? Ich glaube ja eben nicht. Wenn ihr aber dann euer aktuelles Modell definiert habt, dann kann man verschiedene Veränderungen vornehmen und dann die Ergebnisse wieder ins Modell einfließen lassen. Ihr erinnert euch, solche Modelle sind nie fertig. Das heißt, wenn ihr unten angekommen seid, ihr habt Maßnahmen entwickelt, ihr stellt fest, wie sie euer System beeinflussen, wie sie das Modell beeinflussen, dann fangt ihr wieder von vorne an. Ihr definiert das aktuelle Modell und ihr kommuniziert offen. Dieses offen Kommunizieren ist extrem wichtig, weil das über die Zeit Vertrauen generiert. Das ist meine Erfahrung. Und wichtig ist, wenn ihr unten angekommen seid, es geht von vorne wieder los, es ist nie fertig. So, damit wäre ich durch meinen Vortrag durch mit meinen Themen. Jetzt lasst uns mal gerne auf den Fragenparkplatz gucken. Wie gesagt, das Angebot steht. Wenn euch im Nachgang Dinge einfallen, nehmt gerne mit mir Kontakt auf, LinkedIn oder Twitter. Und ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und vielen Dank fürs Zuhören so spät am Freitag. Ja, vielen Dank auch. Ich fand es trotzdem unterhaltsam, auch wenn es vielleicht teilweise nicht so ganz leichte Kost war, durch diese ganze, sagen wir mal, Stochastik-Geschichte. Da sind ein paar Fragen gelandet. Mhm. Wir haben auch noch so 7 bis 10 Minuten nach Zeit. Die können wir gerne beantworten. Der Vorteil jetzt ist, du kannst sie selbst aussuchen und musst dich nicht auf mich verlassen als Moderator, weil du siehst sie alle. Vielleicht die Links oben können wir gleich vorweg erklären. Da war die Frage nicht im Chat. Gibt es einen PDF-Export des Miro-Boards im Nachgang? Ich nehme sicher an, genau. Ja, werde ich. Ich bin ja gespannt, wie das dann, ach so, du hast Frames definiert wahrscheinlich. Ja, wird wahrscheinlich funktionieren. Genau. Ja, genau, klar. Also das mach ich. Ich stelle das zentral zur Verfügung. Das ist mit den Frames dann manchmal nicht ganz einfach. Deswegen würde ich das zentral machen und euch geben. Genau. Und wir stellen es dann über die Agenda zur Verfügung oder du twitterst es oder beides. Ja, genau. Das kann ich ja dann mal rüberschieben. Ne? Ist eigentlich erledigt. Genau. So ähnlich. So, die erste Frage würde ich gleich von oben wegnehmen. Wie funktioniert das Forecasten denn, wenn die Anzahl der vergleichbaren Datenpunkte sehr gering ist? Vielleicht stellt ihr euch vor, wieder den Cone of Uncertainty. Der ist am Anfang natürlich, weil ihr seid am Anfang eurer Reise, wenig Datenpunkte, wenig Material. Das heißt, es wird nicht so genau sein, die Spreizung wird weit auseinandergehen. Aber das ist ja genau der Punkt, anfangen zu messen und dann darüber hinaus das Modell ständig verfeinern und ständig besser werden. Und meine persönliche Erfahrung ist, da braucht es gar nicht so großartig viel. Ich will jetzt nicht so großartig in Wahrscheinlichkeitsrechnung da reingehen, aber es braucht ungefähr, keine Ahnung, zwischen 10 und 20 Datenpunkte und ihr kommt zu einer Belastbarkeit von zwischen 70 und 90%. Und das reicht für den Anfang in meiner Welt.
Ich kann es leider nicht sehen, ob die Frage dann beantwortet ist. Vielleicht, Jo, wenn du das Gefühl hast, das passt, dann schiebst du es rüber. Ist das okay? Ja, ich bin ja auch nicht der. Ich habe sie ja nur reingeschrieben, Fragen. Also insofern, du hast jedenfalls eine Antwort gegeben. Man kann ja auch noch eine Folgefrage reinbauen. Genau, genau. So, super, vielen Dank. Dann, wie kann Forecasting bei der Angebotserstellung für ein Kundenprojekt helfen? Gegebenenfalls noch kein vollständiges Backlog, neues Team. Das ist wieder ganz ähnlich. Wenn ich die Datenpunkte noch nicht habe, ich muss dennoch anfangen, in meiner Welt mir diese Messwerte oder die Informationen zu generieren. Und wenn ich mit Kunden arbeite, frage ich oft, habt ihr schon mal irgendein Projekt gemacht? Und da kriege ich die Antwort ja. Und dann gucken wir über die Messwerte drüber, die schon da sind. Und das hilft bei der Angebotsanstellung für ein Kundenprojekt. Wohlgemerkt, das ist jetzt natürlich das Angebot in der Realität. Das berücksichtigt jetzt nicht die Komplexität. Ich muss irgendwie unter spezielle Preise kommen und ich muss quasi mich erst selber vielleicht ein bisschen bescheißen, damit ich später dann, weil ich weiß, dass ich mit dem billigsten Angebot zum Zuge komme, aber dann über CRs das Geld wieder reinhole, das kriege ich in einem Forecast nicht hin. So, und dann bekomme ich jetzt Feature X, wenn ich im Backlog ständig etwas ändere. Ja, das ist wieder ganz ähnlich. So quasi, ich stelle mir jetzt das Backlog einfach als lange Liste vor und das kann dann zum Beispiel sagen, Stand heute ist das Thema an der 15. Stelle. Wenn wir das jetzt nicht ändern, dann bekommst du es in X. Und wenn sich dann nächste Woche was ändert, kann man zu dem Stakeholder dann sagen, aus den und den Gründen, vielleicht ist das auch gar nicht aus dem Team heraus passiert, hat man sich entschieden, dein Thema etwas weiter unten zu priorisieren. Das heißt, du bist jetzt nicht in einem Sprint dran, sondern in drei. Wie gesagt, mir geht es hauptsächlich darum, diese unangenehme Wahrheit als Diskussionsgrundlage zu nutzen. Wenn ich im Backlog also ständig etwas ändere, dann verändern sich natürlich auch die Lieferzeiten darüber. Willst du dann sagen, der postet unten drunter oder mitbeantwortet ist? Also das hat so ein bisschen damit zu tun, würde ich denken, oder? Welcher? Die erste Erfahrung? Die Wahrscheinlichkeiten gegenüber dem Kunden. Wahrscheinlich kostet das 5.000 Euro. Wahrscheinlich kommt die Haustür noch vor dem Winter. Schön. Ja, genau. Gute Frage. Das ist eben genau, wie gesagt, welche Komplexität welcher Komplexität unterliegt mein System? Muss ich eine bestimmte Untersumme erreichen, weil ich ansonsten gar nicht genommen werde? Ich habe auf der Manage Agile letzte Woche einen Talk dazu gehabt. Ja, wie gesagt, ehrlicher ist es definitiv heute zu sagen, diese Wahrscheinlichkeiten gegenüber dem Kunden zu definieren oder anzusprechen, ja. Das ist natürlich jetzt auch ein Beispiel, würde ich sagen, mit dieser Haustür für 5.000 Euro, ein komplett wiederholbares Element. Ja. Also von dem her passt es nicht ganz in die Software oder in die Projektentwicklung hinein, wo wir mit viel Unsicherheit konfrontiert sind. Mhm. Vermutung. Ob ich ein Tool kenne, mit dem man die Simulation durchführen kann oder muss ich immer würfeln? Ja, das gibt's. Da gibt es zum Beispiel den Throughput-Forecaster von Troy McGinnis. Ich poste das am besten dann im Nachgang direkt auf als Sticky auf dieses Ding und in den Chat hinein. Ich muss da kurz nachgucken. Ich glaube, es heißt Focused Objective oder so ähnlich. Und der hat dort ein Excel, mit dem man solche Simulationen in die Zukunft herausrechnen kann. Wie würdet ihr den Fortschritt mit dem Forecast abgleichen? Da denke ich, ist das Wichtigste laufend. Also das kann jetzt passend zu eurem Sprintzyklus sein. Es kann passend sein zu wochenweise. Hauptsache, es passiert regelmäßig. Ja, also für mich ist die Regelmäßigkeit das wichtigste Modell. Nicht nur einfach statisch einmal am Anfang zu machen, sondern laufend zu adaptieren. Wir haben bereits erste Erfahrungen mit Monte Carlo Simulation gesammelt. Über eine Frage sind wir gestolpert. Wie ermittelt man die Story-Anzahl, die man für das Produkt MVP braucht, welches man hier durchsimuliert? Beruht das nicht zu Beginn wieder auf grober Schätzung? Ja, wie gesagt, das kann man so sehen. Man kann sagen, ich schätze am Anfang und dann kommen wir in die Diskussion sofort Forecasts drauf zu machen, also letzten Endes dann vielleicht nach dem ersten Sprint schon die Schätzung zu falsifizieren, zu sagen, das ist jetzt komplett ganz anders. Oder wir nehmen Erfahrung aus der Vergangenheit, weil meine These ist, in den meisten Softwareprojekten gibt es so, sage ich mal, Grunderfahrungen,
mit Projekten und die kann man auch als Datenanfangspunkte heranziehen. So, Stefan Pfeiffer hat dir den Link schon rausgesucht. Ich habe ihn hier drunter gepackt von dem Forecaster-Tool. Ah, Focus, ja, super. Ja, aber ich habe es einfach mal dazu gepackt jetzt. Super, sehr, sehr cool. Ja. So, Daniel, das ist ein, also du bist ein Traum als Speaker. Punktlandung, alle Fragen beantwortet, 16.10 Uhr. Und dabei noch alle Teilnehmer, hoffe ich jedenfalls, bis zum Ende wachgehalten und mitgenommen. Das war ein schöner Abschluss. Ich danke dir sehr, es war sehr unterhaltsam. Vortrag und Chat gleich wow, lese ich gerade. Also, was auch immer, also ob das also nicht geht, ich sage, es geht an dich. Mindestens 50% gehört mit Sicherheit auch an die tolle Organisation und vielen lieben Dank noch einmal, Jo, und an alle ans Technikteam, dass ich da sein durfte und vielen lieben Dank an alle fürs Zuhören und ja, hoffentlich auch bald. Danke für die Blumen. Jetzt haben wir sowieso noch eine halbe Stunde Zeit für Networking, da kann ja vielleicht der Daniel auch noch irgendwie mal gucken hier in den Chat oder eine Session machen oder wie auch immer. Will do. Vielleicht irgendwie noch Gespräche. Wie gesagt, vielen Dank, lieber Daniel. Vielen ja, Dank auch. Bin dann hier auch mit meinem Latein am Ende. Ich glaube, es war relativ viel Input heute. Ich muss sagen, ich persönlich habe viel mitbekommen und normalerweise bin ich auf Konferenzen ja eher so die Hummel und von einem Raum zum anderen unterwegs. Jetzt war ich hier festgekettet und musste lauschen. Das hat auch mal seine Vorteile, dann dem Daniel wirklich auch bis zum Ende zuzuhören und nicht bei der ersten Stochastik bei dem Board gleich wegzurennen. Also wie gesagt, ich habe es sehr genossen. Ich danke auch euch. Ich habe schon im Chat gelesen, es gab treue Zuhörer, die auch gar nicht gewechselt haben, weil es hier so schön ist. Und wir haben ja so einen kleinen internen Battle. Ich habe es heute Morgen schon mal gesagt, ist eigentlich Leadership oder Teamwork? Was ist denn wichtiger? Was interessiert die Leute mehr? Ich muss gleich mal in die Statistiken gucken. Das werden wir im Closing dann hoffentlich noch auflösen. Also insofern bleibt mir noch euch zu danken für die, auch fürs rege Mitmachen. Also der Chat war toll. Auch die Interaktion in Zoom, in Miro, gestern auch in dem Abstimmungstool, dessen Namen ich gerade vergessen habe, ist auch egal. Also es war wirklich, hat Spaß gemacht. Wie gesagt, jetzt hättet ihr noch eine halbe Stunde Zeit für Networking. Oder ihr guckt bei Martin und Adiel auf der Mainstage vorbei, die Smalltalk machen. Und wir sehen uns dann, wenn ihr Lust und noch Zeit habt, um 16:45 Uhr nochmal zum Closing. Da kommen auch nochmal alle Stages zusammen, also in der Mainstage. Und ja, fleißig networken, wer noch Energie hat oder dann doch die Kaffeepause oder wie es gerade eure Energie so euch vorgibt. In diesem Sinne verabschiede ich mich erstmal und hoffe, dass wir uns nächsten danke. Danke dir auch nochmal, Daniel. Vielleicht im nächsten Jahr dann auch wieder mal vor Ort. Nicht nur virtuell. Ich glaube schon, dass wir auch weiterhin das Virtuelle, also das Remote einbinden werden. Also nach meinem Traum wäre das ein hybrides Event, wo wir dann uns vor Ort sehen können und von zu Hause teilnehmen. Menti, danke im Chat. Ja, das wäre toll, weil ich natürlich auch schon so ein bisschen den direkten Kontakt zu Leuten vermisse. Aber wir machen das Beste aus der Situation und mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns von dieser Bühne hier. Ich danke auch nochmal meinem Technikteam, den Manuel und die Lara. Mara, Lara, ich verwechsel die, haben wir nämlich beide bei uns. Also die Mara, die ihr jetzt nicht seht. Ihr wart ein super Team oder wir waren ein super Team eigentlich. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und tschüss.